Herren, wir starten heute in die Schlussphase bis zur Sommerpause. Wir haben in den nächsten 3 Sitzungswochen 5 Sitzungstage des Untersuchungsausschusses. Die Sitzung heute wird die Befragungen der Minister de Maizière und des ehemaligen Ministers Fofana vorbereiten. Wir sprechen mit 3 Mitarbeitern aus dem Bundeskanzleramt, die in der Abteilung arbeiten bzw. gearbeitet haben, die Rechts- und Fachaufsicht über den Bundesnachrichtendienst ausübt. Wir werden wissen wollen von diesen Mitarbeitern, wie konkret die Fachaufsicht und die Rechtsaufsicht ausgestaltet ist, welche Maßnahmen ergriffen werden. Wir werden fragen, ob der Bundesnachrichtendienst seinen Mitteilungspflichten umfassend nachgekommen ist. Wir werden vor allem der Frage nachgehen, wie der Kenntnisstand im Kanzleramt war hinsichtlich des im Raum stehenden Vorwurfs der Wirtschaftsspionage, also wer wusste wann von wem und ob dann auch ausreichend und zeitnah Maßnahmen seitens des Kanzleramts ergriffen worden sind. Wir haben in der Beratungssitzung einen Beschluss getroffen, der Bundesregierung eine Frist zu setzen, eine Entscheidung hinsichtlich der Vorlage der Selektorenliste zu treffen bis zum 18.06. 9 Uhr. Das haben wir gemeinsam mit unserem Koalitionspartner so getan. Wir haben in der Vergangenheit immer gesagt, hinsichtlich der Frage der Vorlage der Selektorenliste, dass es für uns da kein Schwarz oder Weiß gibt, sondern dass wir uns nicht verstellen gangbaren Möglichkeiten, die zum einen das Staatswohlinteresse im Blick haben, aber auch unser Aufklärungsinteresse. Wir wollen uns natürlich ein Bild machen können über den Inhalt der Listen und prüfen können, inwiefern dort Rechtsverstöße begangen worden sind. Deswegen verstellen wir uns auch nicht den im Moment im Raum stehenden Möglichkeiten. Frau Wagen, die Kanzlerin beteuert immer, die Arbeit des NSA-Ausschusses würde nach bestem Wissen und Gewissen unterstützt. Man würde alle Unterlagen zugänglich machen. Jetzt eine Fristsetzung, die sogar von der CDU mit beantragt werden muss. Wie passt das zusammen? Wir wollen natürlich auch Klarheit haben, wir wollen eine schnelle Entscheidung haben und deswegen haben wir uns entschlossen, so eine Frist zu setzen, um dann danach auch die nötigen Vorbereitungen treffen zu können, damit in der Sommerpause vielleicht auch schon erste Schritte gegangen werden können. Also wenn Frau Merkel von Unterstützung redet, hat das nicht unbedingt was mit Klarheit und Schnelligkeit zu tun. Wollen Sie das damit sagen? Nein, das haben Sie so gesagt. Okay. Es gibt natürlich das Memorandum of Agreement, es gibt völkerrechtliche Vorschriften, es gibt aber auch das im Grundgesetz verankerte Staatswohlinteresse, dem wir natürlich auch verpflichtet sind. Dem ist nicht nur die Regierung verpflichtet, sondern auch wir als Parlament, wir als Abgeordnete. Und deswegen haben wir auch die Aufgabe zu schauen, wird das Staatswohl gegebenenfalls verletzt und wie können wir das einhalten und Möglichkeiten finden, die sowohl unser Aufklärungsinteresse als auch eben das Staatswohlinteresse gleichzeitig bedienen. Können Sie sagen, warum Sie heute einer Herbeizitierung von Herrn Altmaier nicht zugestimmt haben? Uns wurde in der Beratungssitzung gesagt, dass es keinerlei neue Nachrichten gebe hinsichtlich des laufenden Konsultationsverfahrens. Und da glaube ich, dass es für uns wichtig ist, nächste Woche eine Entscheidung zu haben, Klarheit zu haben. Und da hätte heute eine Herbeizitierung des Kanzleramtsministers keinen Mehrwert gebracht an Erkenntnisgewinn. Herr